Lee Bull ist eine südkoreanische Künstlerin, die seit Mitte, Ende der 90er Jahre, vor allem in den USA, sehr viel zu sehen war, immer in Korea gelebt hat. Wir zeigen ihr gesamtes Oeuvre, von ihrer Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Körper zu utopischen architektonischen Visionen, die sie in der dreidimensionalen Form umsetzt, zu politischen Ereignissen in Korea, die sie in ihren Skulpturen immer wieder einbringt. Kodi, die wir hier im Westen vielleicht weniger lesen können, die aber unterirdisch in allen ihren Arbeiten präsent sind. Lee Bull nimmt immer wieder auf ganz spezifische Ereignisse Bezug. Und Heaven and Earth ist eine Arbeit, die Bezug nimmt auf den Tod des Studenten Park, der in der Badewanne zu Tode gefoltert wurde. So ein Aspekt, der besonders faszinierend ist bei Lee Bulls Arbeit, ist der Umgang mit Material. Von ihr auch dieses Spielen mit dekorativen Elementen und gleichzeitig die immer wieder zu brechen. Zum Beispiel im Gemälde Mecca Melancholica, wo sie einen unglaublich schönen Samt verwendet, aber durch den Kleber man wirklich fast das Gefühl hat, dass da menschliche Haare drauf geschmiert sind. Und da auch wieder der Bruch zwischen einer absoluten Anziehung und einem Abstoßen des Blicks. Wir haben Fresh jetzt als Titel gewählt, weil Lee Bull wirklich eine Künstlerin ist, die es schafft, Dinge, die eigentlich gegenläufig sind oder Gegensätze sind, miteinander zu verbinden und dadurch eigentlich eine sehr interessante Spannung in ihren Arbeiten schafft. Eine faszinierende Entwicklung bei Lee Bull ist, dass sie sich vom Körper zu Architektur und Gebäuden weiterentwickelt. Bei ihr ist es wirklich so, dass sie den Körper als Hülle und auch Schutz für eigentlich das Innere, das verletzlich Innere sieht. Und so sind die Gebäude und diese architektonischen Visionen, mit denen sich auseinandersetzt, auch nur eine andere Form von Hülle. Und so sind viele ihrer Arbeiten Arbeiten, die man auch sehen kann als Konstrukt, das eigentlich eine Schutzfunktion übernimmt. Was sie neugierig macht, ist, glaube ich, wirklich, was den Menschen ausmacht und warum wir als Menschen immer danach streben, Dinge zu verbessern. Sie macht das immer mit so einem Augenzwinkern. Also ich glaube, sie freut sich daran auch an sich selbst, dass man versucht, immer wieder Dinge besser zu machen und dann es vielleicht doch auch nicht schafft oder die Ergebnisse ganz anders sind, als man sich es erwartet hat.